zurück zu Let's Play Dark Souls mit mir, ich sag jetzt, und Captain Huge. Hallo Leute, willkommen zurück. So, wir waren jetzt leicht irritiert, weil wir selbst nicht genau wussten, wo wir gestiegen geblieben sind, weil wir schon ein bisschen Forst aufgenommen haben. Gut, aber wir haben uns jetzt überlegt, wir gehen jetzt zum Seth. Der ist gleich schon mal der Schuppenlose, oder? Seth, der Schuppenlose, ja, das ist der einzige Drache, der keinen Schuppen hat, der Penner. Genau, und was ziemlich beängstigend ist, was ich so auch heute passiert, das hat einen auch verfluchen. Ja, das ist voll scheiße. Ach du Scheiße, warte mal. Fuck. Ich bin gerade nach Anomata und dann hab ich total vergessen, dass ich die Wände umgebracht habe. Und diese Pussy am meisten pisst auf mich. Scheiße. Daran hab ich gar nicht gedacht. Ey, aber wenigstens ist so fett wie eine fette Kuh einfach, weil die Ka! Weil sie einfach eine Schlampe ist und einfach sich nicht mehr bewegen kann. Achso, killst du sie gerade oder was? Ja, Mann. Oh, oh ja, kill sie, ganz hart. Und den Trockenfeuer, du Bitch! Ich kann schon erstes Verkunft plus 4 machen. Oh, ich hab immer noch plus 2. Oh mein Gott. Ich glaube ja, aber. Ich hab die selbst gesehen, Leute. Also, ich hab sie gerade sowas von gar nicht mit den Bossen. Das ist viel skinniger als ich selbst mit den ganzen Bossen, weil ich irgendwie bei durch die Kühle irgendwie jetzt noch verreckt bin. Oder bei Kratos, wie du dank ihm den Kampf gewonnen habe. Also, ja, ich bin heute sowas von dem Arsch gerettet. Ja, aber du bist ja voll am Arsch irgendwie. Du verschwendest irgendwie zu viel auf dem Weg schon. Und dann kommst du dann zum Bosskampf mit überhaupt keinen Heal-Möglichkeiten. Da bist du voll am Arsch. Ja, also, ich hab jetzt eher gemerkt von dir, dass es auch schwierig mit 100% Magie der und alles. Das mag ich mir echt. Scheiße, da kommen da ja auch die zwei Schweine, die habe ich auch noch nicht getötet. Ja, hast du eigentlich schon die Vollhüterin wiederbelebt? Ach so, Inter. Was sagst du bitte, du bist nicht nur, du hast schon. Alter, das kriegt. Ja, ich habe sie wiederbelebt, ich habe jetzt Feuerbahn-Schrein wieder offen. Ach so, du also warst du schon in dieser einen Welt da drin? Ja. Ey, das schafft auch nicht herum, aber irgendwie. Irgendwie fickt mich die Schwein gerade derbst. Was? Echt jetzt? Die ist doch voll schwach. Ja, ich weiß. Ich stelle mich nicht dumm an, Leute. Ich doch, du selbst. Bist... Scheiße, Alter. Ich stelle mich nicht dumm an. Ich versuche nur eine Puppe zu stechen mit meinem Schwert. Ja, Alter. Ich hab sie auf jeden Fall gekillt. Hat sie mich gerade vorne entsetzt? Hat sie sich gekillt? Sie hat mich vorne entsetzt getötet. Oh Gott, du bist so ein Lappen, Alter. Ich bin nicht schlechter als der zu Future. Ich bin nicht schlechter. Ich bin nicht schlechter. Du bist tot. Leichtsinnfehler. Leichtsinnfehler, ja? Scheiße. Und das, obwohl ich jetzt letzte Woche wieder gespielt habe. What the fuck? Cool, ich bin voll tanky. Oh, das ist so knapp. Weißt du, was ich nicht verstehe? Man kann den Schwein auch irgendwie hinten in den Arsch schieben, das Schwert, oder? Du hast doch mal irgendwo am Anfang gesetzt. Irgendwie ja, aber ich weiß doch, keine Ahnung, ich hab das bei dem Typen gesehen, der hat das mit dem Zweihänder gemacht, hat es irgendwie richtig hart anal eingeführt. Aber ich hab keine Ahnung, bisher ist es mir noch nicht geklappt, weil bei mir prallt das Schwert immer ab. Okay, scheiße, weil ich hab's überlegt, du hast doch mal erwähnt, wenn man das macht, dann hat man eigentlich eine 100%ige Chance oder eine 90%ige Chance, den Helm zu bekommen, oder? Ja, genau. Nee, ich hab gerade auch so überlegt. Ich hab's mal bei meinem Nebenprofil nochmal versucht und hat es irgendwie geklappt, aber ich hab halt nicht den Helm bekommen. Aber ich hab mich gewundert, dafür muss ich Schweiner wirklich perfekt hinter einem stehen. Ach, ja, ich weiß es nicht, auf jeden Fall funktioniert das nicht so. Hat irgendwie war ich gerade im Schwein drin. Okay, dann. Warte, ich mach dem Ding nur. So wenig Schaden, Alter. So groß wie das Feuer. Der Arsch drin, ja. Ist noch ein bisschen sinnvoller, nehme ich. Hallo. Hallo. Bitte, schieß mich ab jetzt. Mist, die ich. Okay, okay. Ein bisschen Stern. Entweder hab ich ein Skill verloren oder es scheint einfach scheiße stark geworden. Und in den Arsch. Oh, das ist behindert, Mann. Oh, nein, das hat nicht geklappt. Ja, so okay, es ist tot, aber ich hab's in den Kopf gestochen. Ich hab keinen Helm, mir doch deshalb bekommen, obwohl ich nicht die Hinterräder genommen habe. Also hast du den Helm bekommen, oder was?
Beim ersten Tipp vielleicht, ja. Ja, das ist random, das wahrscheinlich. Keine Ahnung, die meisten sagen, dass man das zwar, wenn man es in den Anal einführt, aber irgendwie ist es doch nicht so. Ei Gott, der tritt mich mit seinem Tattoo und dann bin ich bei Instant fast betäubt. Aber egal, meine Axt ist härter als Stahl, das ist halt ziemlich eine scheiß Hautwurst. So läuft schwer. Was ich aber als erstes machen will. Oh scheiße, da kann ich die Energietasche, ne? Okay, ich hab's hinten eingesteckt und jetzt bekomme ich den Helm. Siehst du, bei mir hat's geklappt. Hey, wie viel Menschlichkeit hast du denn zur Verfügung? Was? Wie viel Menschlichkeit hast du denn noch zur Verfügung zum Online-Modus spielen? Also ich bin jetzt gerade menschlich, habe eine Menschlichkeit und noch 27 Menschlichkeit dabei. Was hast du? 27? Woher hast du die denn? Keine Ahnung, ich hab die nie verschwendet. Echt? Stimmt, ich hab die ja verschwendet bei dem. Ich hab meine gekündigt, weil ich ja die nicht mehr hatte. Stimmt, ich muss mir nachher mal ein bisschen was geben. Also schon wieder? Ich hab dir doch letztes Mal schon was gegeben. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich nur 5 Stück im Inventar. Es kann sein, dass ich vielleicht auf der Bank noch 2-3 Doppelmöglichkeiten habe, aber ich glaube, das geht nicht viel. Ich hoffe, wir brauchen den Online-Modus eher daher, weil hier nicht suchen ist einfach schwachsinnig, weil nachher wird ein bisschen behindert. Apropos, hier seht ihr auch das letzte Mal auf den Dings, in diesen Gebieten hier, in diesen Räumlichkeiten, den großen Logan. Logan, ja, der kommt dann hier demnächst irgendwo. Genau. Alter, bei mir ist es gerade so fast. Ich bin jetzt hier bei den Kristallviechern, aber ich habe keine Lust gegen jeden das zu kämpfen. Ich würde da gerne rumlaufen nur. Ich bin gerade auch hier bei den Kristallviechern, aber ich versuche halt irgendwie zu überleben, weil die mich irgendwie instant hier versuchen zu ficken. Hey, bitte, bitte, nicht aufrasten jetzt. Oh! Oh, shit, war das knapp, Alter. Oh. Oh Gott, Alter, der Typ hat mir fast in die Fresse geschossen. Was jetzt auf? So, ich guck mal jetzt. Ach, da ist noch einer, okay. Der Marke geht mir gerade selbst auf die Nerven. Ja, ich hab mich jetzt momentan die ganze Zeit von dem versteckt. Aber der Typ hat ja auch, oh, nee, der Magier hat jetzt gerade den Buff gemacht. Bin ich eigentlich überschwer? Ich hab doch. Oh, scheiße, ich hab zu wenig Kondition geskillt, verdammt. Also. Hast du überhaupt irgendwas richtig geskillt, du Lappen? Ja, Kondition 29, Stärke 34, Beweglichkeit 22 und Resistenz 22. Wieso Resistenz? Ich will nicht immer so schnell sterben. Der Resistenz bringt dir einen Scheißdreck. ich werde das nicht mehr leveln, glaub mir. Ich hab jetzt. Pass jetzt auf. Vor allem, was richtig schlimm ist, wenn ich mir die ganzen Lappen anschaue, das Spiel, also die wirklich kommt. Ein Boss töten, wenn ich da einfach mit mal mit Level 10 schaffen, ein Boss. Und fühle ich mich nicht echt wieder gut, weißt du? Oh mein Gott, ey. Vor allem, weil die perfekt parieren können. Das sind ja voll auf die Eier. Ja, das können sie. Wo ist denn der Magier eigentlich? Oh, nein! Oh, ich hab den Buchstaben runter, verdammte Scheiße. Ich hasse diesen Raum, das ist echt eins der linksten Räume hier. Und vor allem, wenn ihr hier nachher den Kuh öffnet, müsst ihr wirklich aufpassen, dass ihr den richtigen erwischt, weil eine davon ist. Schnauze jetzt, Drecksmagier. Achso, jetzt musst du den Ring anziehen, ne? Weil du stirbst. In der Abfahrung? Ja. Ah, stimmt. Aber jetzt kommt ja noch diese Kristallviecher, bei dem musst du aufpassen, weil der dich pariert und der one-hittet dich. Ah ja. Grad. Was? Das war wieder typisch unlogisch. Mein Spieler oder meine Spielfigur war in der Treppe reingepackt worden und der hat zugeschlagen aus sicherer Entfernung und der hat mich irgendwie durch die Treppe durchgeschlagen. Ja, das ist wieder Logik. Nee, ich merke gerade, ich habe gerade Ornsteins Rüstung an und sieht gar nicht so schlecht aus. Also, was brauche ich jetzt? Guten Look. Habe ich eigentlich den seltenen. Ah, ich hab seltene Ring der Opferung, okay. Ich geh jetzt für den Fight. Schützt dir dann wenigstens gut, also die Ohrenstellrüstung. Was? Schützt die Ohrenstellrüstung gut genug? Ja, die geht. Das ist halt nicht so brutal schwer wie Havel, aber sie geht halt. Das ist auch nichts Besseres als Silber, das soll ich da machen, aber ich muss jetzt unbedingt schauen, dass ich Kondition höher mache, damit ich damit schnell rollen kann.
Lol, ich hab den Typen getwo-hittet. Zwei Hits tot. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Also, jetzt hier. Hier ist es voll scheiße, weil man hier hundertprozentig stirbt. Bist du schon beim Boss oder bist du noch in dem Hauptraum, wo der ganze Magier und so rumstreunert? Nee, ich hab jetzt gerade diesen Kristall-Dings gekillt. Und jetzt laufe ich gerade nach oben, hab den Käfer getötet, jetzt bin ich hier bei den Kristallen und jetzt bin ich vor dem Bossraum. Okay. Wo bist du jetzt? Ich bin jetzt noch kurz im Hauptraum und guck noch, ob ich was vergessen hab. Ich sammle mein Zeug gerade wieder auf. Was heißt denn hier, bitte schon was vergessen? Naja, du oben rechts sitzt ja noch so eine Truhe, ne? Mit dem Kristallschild oder Kristall, was weiß ich was. Hey, warte mal, kann ich hier nicht Helmrüstung anhaben, ohne Fett zu rollen? Wow, ich geb dir jetzt nochmal einen Hit. Mit zwei Händen gehalten. Oh nö, Mann, das ist so fucking knapp. Ich kann fast Helmrüstung anziehen. Warte, sitzt du die Handschuhe dann? Apropos die Items, die Viecher hier droppen, das ist eigentlich fast gar nichts. Also, das ist nur Kristallwaffen und Kristallzeugs. Also, nichts, nicht was wirklich wichtig ist, weil Kristallsachen zerfallen jetzt, wisst ihr sicher schon. Ja, Kristallsachen, die kann man nicht reparieren. Also, die zerfallen und die kann man nicht reparieren. Also, jede Waffe zerfällt ja. Alter, ich kann Havels Panzer und Havels Beinlinge anziehen und schnell rollen. Also, mittelrollen halt. Okay. Ding, apropos, diese Daxus Perpetual Edition. Also hier sind wir an der Stelle, wo ihr das wichtige Item bekommt für die Nebengebiete. Aber der Golem, den wir gerade getötet haben, können wir von dem kriegen wir nachher erst ein Amulett. Achso, dieser blaue Golem, den habe ich nicht getötet, weil der sowieso nichts bringt. Ich keine Ahnung, ich wollte ihn aus dem Weg räumen für ein paar Seelen. Ich denke, nachher kann ich dann ein Level aufstellen. Dann. Ja, später kann man den Golem dann, wenn man dann ein anderes Viech gekillt hat, also die fette Hydra beim See. Und dann den anderen Golem, den gelben, glaube ich. Ah, was bei Hydra sehe doch nicht. Ich weiß es nicht, ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube nicht. Oh, weil was wo warst du nochmal, wo ich nicht war? Weil das, dann kann ich das machen, wenn du mich Hydra tötest. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich mir nur diesen komischen grünen Wappenschild da geholt, während du die Hydra gekillt hast. Oder ich habe keine Ahnung, ich weiß echt nicht. Lange her, okay. Nee, aber du bist doch. Warte, du warst doch in irgendeinem Gebiet, haben wir am Anfang besprochen, wo ich nicht war und naja, da kann ich, ja, was war denn das nochmal für ein Gebiet? Ja, keine Ahnung, ist ja egal. Okay. Oh Gott, die sind so, oh Gott. Naja, das ist halt auch nicht so wichtig, dann Hauptsache, wir kommen dann jetzt nicht, Gebiet, wo dann auch weitere Sachen von liegen. Ich will jetzt bloß nicht sterben. Verflucht werden wir nicht. Habe ich euch jetzt demonstriert, dass du so kochen darfst. Und das ist der Lehrer, der mit der Welt und Scheiß und sowas. Wie immer. Alter, also, ich vergewaltige dich voll gerade. Aber du hast mich nicht verflucht, oder? Einflugstellen ist doch nicht haben, oder? Der Alter, bei mir leckt das gerade voll. Aber nee, ich versuche gerade nicht verflucht zu werden, ja. Okay. Wir sind gleich euch, oder ich bin natürlich auch dort. Dann kann ich schon schauen, ob ich ein bisschen Reibungslos schon schaffe. Okay, ich bin tot, ohne verflucht zu werden. Sehr gut. Ja, ich habe es geschafft. Ich bin weitergekommen, indem ich gestorben bin. Zum ersten Mal. An der Stelle, wo der Refuge ist, also da muss man sterben, weil man schafft den am Anfang gar nicht. Selbst wenn ihr euch in die Ecke schießt und den Bogen auf ihn schießt, ja, regeneriert sich sowieso weiter. Also man kann das überspringen, den Part, indem man den Aufzug irgendwie so komisch runterspringt. Und dann muss man diesen Part, den wir jetzt machen, nicht machen. Und ja, jetzt ist man halt gefangen. Ich verstehe aber nicht, warum man gefangen ist. Jetzt tötet man einfach die Schlange, die an der Käfigwand steht, was total blöd ist. Aber warte mal, welchen Aufzug bei Zug kann man runterspringen, wenn man die Serie überspringen kann? Das wäre echt cool. Ja, man kann es, aber das ist halt richtig brutal schwer, weil man dann die exakten Bewegungen haben muss. Das ist halt nur für Speedruns wichtig. Achso, das ist also so eine Art Bug oder wie? Nee, es ist kein Bug, das ist einfach nur, du überspringst den Part. Also guck mal, der Aufzug, der zu Seth führt, ne? Dieser ganz nach oben, Aufzug. Wenn du den nach unten schickst, also von oben, und dann so rollst, dass du an der rechten Ecke stehst. Also der Aufzug ist ja so eckig. Und dann in der rechten Ecke, wenn du genau da drauf stehst, und der Aufzug runterrollt, und du dann im richtigen Moment eine Rolle nach vorne machst, dann kommst du dann in den Part, wo wir jetzt dann nach diesem hier hinkommen. Achso, das hab ich vorhin gesehen. Da war so eine
so eine Einbuchtung nach rechts, wo man reinspringen konnte, dann wäre man sofort da ins Gebiet reingekommen, ne? Das Ja, meinst du? genau. Das habe ich gerade nur so im Stufe mal entdeckt, aber das ist eigentlich voll lustig. Ja, das ist lustig, aber naja, man verpasst halt die Ja. wichtigen Parts, der und Logan verpasst man auch, das ist der Fail. Aber gut, dass das Wir so brauchen den Logan eh momentan nicht. gut, dass das dann nicht aufpasst, weil ich hab keinen Bock mit über umbringen zu lassen, oder ich meine Stimme, die immer auswendig spazieren zu gesehen habe, aber nicht aufstellen kann. Ja, keine Ahnung, ich habe jetzt meinen Ring der Opferung, meinen seltenen, benutzt, weil, keine Ahnung, warum. Ich bin nämlich auch im Großraum drin. Also ich bin jetzt tot, ich habe jetzt die Schlangenviecher, die wollen entweder weglaufen jetzt, oder... Ah, hier du, ist wieder ein Kumpel geworden. Ich bin auch nicht... Achso, ja doch. Bin ja gestorben. Nee, du kannst meinen Blutfleck gar nicht sehen. Da war es gerade jemand anders. Das war bestimmt jemand anders, weil ich habe ja nichts verloren. Ich bin ja immer noch menschlich. No, ich bin verpasst. Lol, no, nein! Die Musik ist so geil, weil der Boss sich scheißt so. So richtig. Keine Ahnung. Das war richtig. Mummel, da irgendwie jetzt weiter zu können, wenn man nichts falsch machen will, wenn ich sterben will. Ja, aber es ist doch richtig behindert, dass du einfach sterben musst. Das ist echt Kacke. Vor allem, man weiß ja noch nicht mal, dass es da eigentlich nur keinen Trick gibt, um das auszuweichen, aber ein Spiel, in dem jemand sterben muss. No, oh, fuck. Stimmt. Ach du Scheiße, der hat wehgetan. Achso, hast du schon den Töpfer unten geleitet? Ich bin natürlich gerade auch da in dem Gebiet, wo ich runterklettern kann, die Treppe. Dieser Oktopus hat mich gerade gebissen, Alter, und das hat wehgetan. Weil der hat dich missbraucht. Ja. Apropos Der hat meinen Rechte. Kopf in seinen was auch immer gesteckt. Was haben denn Oktopus wo du mal ist? Ja. Ich hab hier was anderes. Ding, ja. Weil ich selber bin, ich hab nämlich gerade eine Stufe aufgestiegen, damit ich jetzt weniger Seele damit habe. Oh verdammt, ich habe keine Ahnung, was ich von der Bewegung habe, aber ich bin gerade nicht in der Lage, dir zu antworten. Warte Apropos, kurz. das Ding ist, was ihr hier dazwischen gekriegt habt. Ihr könnt ihr auch selbst aktivieren, das heißt, ihr könnt ihr super gut trainieren, weil die Tische dann immer neu spawnen, glaube ich. Ja, die bringen aber noch Tun und das bringt's nicht. Es gibt eine bessere Methode. Aber es ist halt mal so ein ganz grober, leichter Anfang für ein Pump-Ding, was auch immer. Nee, also ich glaube, die effektivste Methode ist, wenn man da bei Nito, kurz vor Nito, da sind ja diese komischen Magier da mit den Masken. Ja. Und da gibt es ja auch diese kleinen Mini-Skelette. Und die kommen immer, diese Ja, stimmt. Mini-Skelette. Ja. Das heißt, wenn man die killt, kommen die wieder nach und die geben, glaube ich, 1000 oder so Seelen. Oder nee, die geben, glaube ich, auch zu 500. Aber Aber das Coole an denen ist, sie sind One-Hit, erstens. Und sie spawnen unendlich nach. Also praktisch kann man einfach nur dastehen und alles weghauen. das ist auch eine nice Idee. Also das ist die schnellste Methode, die ich Ja. kenne. Oh, vor allem hier in diesem Gebiet, wo ich gerade bin. Da müsst ihr jetzt wirklich schauen, dass ihr alle Schüsse findet, dann könnt ihr nämlich die Tür öffnen. Es bringt nicht, es ist nicht wirklich ein sinnvolles Tipp drin, aber es ist ein bisschen tricky hier. Okay, diese zwei Dinger hier, die so abgefuckt sind, die droppen diese Wunder. Aber da wir nicht so gut in Wunder geskillt sind, bringt das uns das Scheiß. Aber was mich wirklich freut an dem Tag, dass ich in diesem einen Schwertangriff kaputt, auch wenn man das Schild in der Hand behält, also nicht zweimal kaputt. Ja, R2 halt, ne? Ja. Ja, mach ich auch. Voll bequem eigentlich, also man muss halt nur einen Angriff ausweichen von denen, und dann kann man die feasten. Ich bin mal gespannt, ob die mit. Oh! Nein, ihr habt mich gefragt. Oh, was? Das ist so stechen? Das kann ich dem abwarten. Oh shit. Oh mein Gott. Nein, ich bin tot, fuck. Ich wollte gerade trinken und dann bin ich tot. Hab ich einfach abgestochen. Ich hatte gerade aufgestochen, aber ich hatte mir selbst wieder Leben abgezogen, zum Glück. Ah, verdammt. So, warte mal. Jetzt bin ich Ach, nicht mehr Mensch. menschlich. Ich hatte mich schon wieder gepackt, auf Gottes Willen. Und ich kann mich nicht mehr töten, aber ich bin nicht schuldig. Ich glaube, jetzt werde ich nochmal böse, wenn ich jetzt nochmal packe, ja? Ich will nicht. Oh nein, ich will den noch killen. Ich will den noch killen. So, weißt du, wir könnten ein bisschen eine Pause wieder einlegen. Verdammt. Was sagst du?
Wer ist bereit für eine kleine Pause? Was, Pause? Jetzt schon? Jo, also ich hab jetzt... LOL. Wie die das schon Raum einfach auf gehen hat. Weil ich gerade am... das Mikrofon oder so gerade stehe. Oder in der Nähe und... Das ist ja ein geeigneter Punkt dafür. Und der Typ überlebt es auch noch. Ja, also hast du gerade die Typen da oben schon gekillt? Ja, bei mir nämlich nicht. Das ist das Problem. Stehe gerade unten an. Warte mal. Bei mir steht der große Dugan gar nicht. Kann es sein, dass ich ihn aus Versehen getötet habe? Wer ist da nicht? Der große Dugan ist nicht im Gefängnis, wo eigentlich sein sollte. Entweder, achso, das kann sein, weil ich wahrscheinlich nicht das Magie, der hat da irgendwie ernst gesprochen, wenn sie ist verschwunden, kann sein. Nee, ich glaube nicht. Oder ich habe ihn getötet, keine Ahnung. Ich glaube, du hast ihn getötet. Nee, hast du nicht. Da müsstest du ja den Zauber haben. Jedenfalls findet die Seele, das ist eine teure Seele, und die ist wirklich schwer zu bekommen, weil erst nachher ganz viele wiederholen, oh, fuck, den Schlüssel dazu bekommt und. Dann könnt ihr erst da rein, wenn ihr nochmal ganz zurückrennt. Das ist wirklich sehr, weil ihr bis dahin vergessen habt, dass ihr den Schlüssel im Inventar habt. Gut, aber ich glaube, das wäre jetzt der einzige Punkt wirklich zum Abspeichern oder zum Fortmachen. Ja. Und wenn ihr passt, dann könnt ihr uns erstmal verabschieden. Bis zum nächsten Let's Play Dark Souls. Okay, Leute, ciao.